Heute sehen wir uns im Video 2 Einsteiger AV-Receiver aus dem Hause Yamaha an, konkret den RXV 485 und den neuen RXV 585. Hallo zu den Heimkinoraum-Video-News, mein Name ist Christian Obermeier. Ja, wir haben heute diese zwei wunderbaren AV-Receiver im Vergleich, die zunächst erstmal von vorne völlig identisch aussehen. Wir haben hier auf der rechten Seite den RXV 485, hat eine UVP von 469 Euro. Auf der linken Seite den RXV 585 mit einer UVP von 569 Euro. Also 100 Euro trennen die Geräte voneinander. Beide kommen mit dem gleichen Zubehör, also mit einer einfachen Infrarot-Fernbedienung, mit einem einfachen, bewährten Einmessmikrofon von Yamaha. Und es gibt beide, wie wir sie hier sehen, jeweils in Titan und auch in der schwarzen Ausführung. Das Gehäuse ist hier auch das Yamaha bewährte RXV-Gehäuse, das modellübergreifend ist. Relativ schlicht im Design. Man hat hier ein Metallchassis, während die Front hier aus Kunststoff gefertigt ist. Hat eine hochwertige Anmutung mit einem gebürsteten Aluminium-Look. Beide AV-Receiver sind relativ üppig ausgestattet, kommen standardmäßig mit einem IPAO, also Yamahas eigenem hochwertigen Raumakustik-Messsystem. Eben kombiniert mit diesem Mikrofon wird der Raum eingemessen und es erfolgt auch eine akustische Korrektur in Bezug auf den Equalizer der Lautsprecher, in Bezug auf die Laufzeiten etc. Beide AV-Receiver verfügen auch über den aktuellen Stand, was die Bildtechnik betrifft. Das heißt, wir haben hier 4 HDMI-Eingänge, einen HDMI-Ausgang, alle samt sind vollständig 4K-kompatibel, auch mit HDR10, Dolby Vision und HLG, also Hybrid Lock Gamma, kompatibel. Netzwerkfunktionalität ist hier auch gewährt. Jetzt erstmalig bei den kleinen AV-Receivern auch mit 2 Antennen. Das heißt, die funken hier nicht nur mit 2,4, sondern auch mit 5 GHz, was der Stabilität und dem Datendurchsatz natürlich zugute kommt. Ein Netzwerkanschluss ist hier noch mit an Bord. Ja, und man hat hier auch eine Bluetooth-Anbindung. Sprich, ich kann meine Musik direkt vom Handy per Bluetooth auf die Geräte streamen. Wenn ich ein Apple-Gerät habe, umso besser, denn die Geräte unterstützen auch Apple AirPlay. Kann also Musik über AirPlay transportieren ohne die zusätzliche App. Yamaha Music Cast ist hier auch mit an Bord. Yamaha Music Cast ist das Yamaha-eigene Multiroom-Audiosystem, was es mir ermöglicht, in weiteren Räumen Musik zu hören. Das Ganze steuerbar mit einer einfachen, gut durchdachten App. Das funktioniert auch schon richtig, richtig grandios bei Yamaha. Und erstmalig in diesem Jahr gibt es sogenannte erweiterte Music Cast-Funktionen, die diese beiden Geräte unterstützen. Sprich, wir haben jetzt die Möglichkeit, kabellos Surround-Lautsprecher anzubinden, Musicast-Surround-Lautsprecher. Da gibt es also 2 kompatible sogenannte Smart-Speaker, die man hier verwenden kann. Und dann brauche ich keine Lautsprecherkabel mehr zu den Surround-Lautsprecher verlegen und auch zum Subwoofer. Man kann nämlich auch einen Musicast-kompatiblen Subwoofer hier drahtlos an diese beiden AV-Receiver anbinden. Wenn wir uns die Geräte Rückseiten ansehen, dann werden die Unterschiede jetzt doch deutlicher. Auf den ersten Blick sieht man hier einen Unterschied bei den Lautsprecher-Terminals. Der 485 ist nämlich nur ein 5.1 AV-Receiver, das heißt, wir können hier maximal ein 5.1-Set betreiben. Der 585, der hat 7 Endstufen, 2 zusätzliche und auch 2 Subwoofer-Ausgänge, sprich, wir können hier in der maximalen Ausbaustufe ein 7.2-System fahren, beziehungsweise auch kann diese 2 weiteren Lautsprecher auch für 3D-Sound verwenden, also Dolby Atmos und DTS:X mit 2 Höhenlautsprechern sind hier möglich und so können wir auch ein 5.2.2 Lautsprecher-Setup fahren. Ansonsten sind die Anschlüsse weitgehend gleich, wie vorher schon erwähnt, 4 HDMI-Eingänge, ein HDMI-Ausgang. Es gibt hier noch einen optischen Toneingang für zum Beispiel den Fernseher, 2 koaxiale digitale Toneingänge, eine kleine analoge Audio- und Videosektion finden wir hier auch noch.
Und neben angebautem Internetradio haben wir weiterhin noch die Möglichkeit, analoges Radio zu empfangen. Soundmäßig können beide Receiver gleichermaßen überzeugen. Nach der Raumakustikmessung haben wir, wie erwartet, einen sauberen, klaren Klang. Druckvolle Bässe. Wir haben jetzt hier unser Quadral Agentum 6000 Set. Man merkt natürlich schon bei AV-Receivern in der Klasse, wenn man die jetzt an die Grenzen fährt, also sehr hoch geht in der Lautstärke, da kommen diese AV-Receiver einfach an die Grenze. Es funktioniert mit so einem Set gerade noch, aber größere Lautsprecher würde ich auf keinen Fall empfehlen für beide Receiver. Ja, wo man tatsächlich einen Unterschied hört, das ist, wenn man jetzt 3D-Sound auflegt. Klar, nur der große, der 585er, macht ja auch Dolby Atmos DTS:X. Und wir haben hier eine absolute Empfehlung auch an Hörmaterial, eine Pure Audio Blu-ray von Bookershade. Galvin Street heißt das Album. Und da ist hier eine echte Dolby Atmos Tonspur drauf. Und das ist sensationell. Da haut es einen schier um, wie effektvoll diese Titel sind. Also wie hier die Geräusche sich im Raum bewegen, was man hier für einen dreidimensionalen Soundeindruck hat. Das ist echt hier ein Highlight. Also kann ich absolut empfehlen. Ich bin für die Navy die Wochenschau und eins steht fest, das sind keine Navy-Maschinen. Also auch im Filmbetrieb können beide AV-Receiver gleichermaßen überzeugen. Sie klingen also wirklich gleich im 5.1-Betrieb. Klar, direkt, man hat tolle Surround-Effekte hier nach der Einmessung. Druckvolle, saubere Bässe. In einem Punkt unterscheiden sie sich aber dann doch. Und zwar hat der große 585 einen zweiten DSP-Chip verbaut und dieser ermöglicht einem die Verbesserung der Sprachqualität, beziehungsweise, wenn wir hier mal reingehen, muss ich mal anschauen, Dialognorm, das ist also der Regler, der nur bei dem Großen vorhanden ist. Wir können hier den Dialogpegel einstellen, also die Lautstärke der gesprochenen Dialoge im Film. Gleich, ob sie aus dem Center, aus einem Frontlautsprecher oder aus einem Surround-Lautsprecher kommen. Da, wo gesprochen wird, wird quasi analysiert vom AV-Receiver und da wird im Prinzip ja nur dieser Dialog lauter gemacht. Der Rest vom ganzen Klangbild bleibt unbeeinflusst. Das Klangbild wird also nicht zerstört. Und das ist in meinen Augen doch ein großer Vorteil, denn wer kennt es nicht? Man schaut sich abends einen Film an, es wird gesprochen, man versteht es nicht, man macht mit der Fernbedienung lauter. Im nächsten Moment fliegt hier was in die Luft, man hat hier irgendwelche großen Surround-laute Nebengeräusche. Ist dann also alles wieder zu laut. Man macht wieder leiser und hängt dann den ganzen Abend an der Lautstärketaste. Mit diesem Dialogpegel ist das Problem wirklich ein für alle Mal passé. Zur UVP von 469 Euro bekommt man mit dem RXV 485 ein wirklich fantastisches, einfaches Gerät mit 5.1 Kanälen, mit einer tollen Raumakustikmessung, mit der Anbindung von Wireless Surround-Lautsprechern, also Wireless Musicast Surround-Lautsprechern oder auch den Musicast-kompatiblen Subwoofer. Man hat Zugang in die Musicast-Multiroom-Welt, kann Musik streamen über zum Beispiel Tidal, Spotify, Napster oder natürlich auch hier per Bluetooth oder Apple AirPlay seine Musik auf das Gerät bringen. Ja, für 100 Euro mehr, also 569 Euro UVP, bekommt man dann hier den 585er von Yamaha, der dann schon 7.2 Kanäle bietet. Ebenfalls mit den ganzen Eigenschaften, die der kleinere hier liefert, also Wireless Surround etc. Ja, und mit einem zusätzlichen zweiten DSP-Chip, der tatsächlich eine deutliche Verbesserung der Sprachwiedergabe mit sich bringt. Man kann also Dialoge in der Lautstärke anheben, man hat einen Dialoglift und hat natürlich auch die Möglichkeit, 3D-Sound zu betreiben. Also Dolby Atmos, DTS:X sind mit dem Gerät hier in einer 5.1
2.2 mit zwei Höhenlautsprechern Konfiguration möglich. Diese beiden AV-Receiver gibt es natürlich bei uns und noch viele mehr im Heimkinderraum in Ihrer Nähe. Kommen Sie also gerne mal vorbei, hören Sie die gerne mal Probe, schauen Sie sich die persönlich bei uns im Laden an oder natürlich bei uns auf der Seite online www.heimkinderraum.de. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, bitte gleich hier unten liken, bleiben Sie up to date, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.